Lieben, hier ist wieder euer Herr TikTok-Fahrlehrer und ich habe da mal eine Frage in die Runde. Die, die schon in der Fahrschule sind, wie macht ihr denn eure Termine? Macht ihr eure Termine noch mit dem Fahrlehrer nach der guten alten Methode im Auto mit einem Plan, wo der Fahrlehrer sich dann die Termine mit einem Kugelschreiber in diesen Plan eintragt? Oder macht ihr das online? Mit so einer App, wo ihr selber denn eure Termine buchen kann und der Fahrlehrer würde das bestätigen, weil wir machen das mit einer App und ich muss jetzt seit öfteren wieder feststellen, dass die Fahrschüler die Termine, die die dann buchen, vergessen. Ja, ich sitze jetzt auch hier und warte auf eine Fahrschülerin, die eigentlich einen Termin hat, in der App gebucht. Und die App, die informiert natürlich auch die Fahrschüler eine Stunde vorher mit einer Mail, hier, pass auf, gleich hast du eine Fahrstunde, einen Tag vorher, hey, denk dran, morgen hast du eine Fahrstunde und trotzdem wirst du vergessen. Deswegen mal die Frage so in die Runde. Wie macht ihr das mit den Terminen? Wie notiert ihr euch die Termine? Und vor allen Dingen, wie erinnert ihr euch an die Termine? Weil wenn ihr einen Termin verpennt, also bei uns ist das zumindest so, müsst ihr den bezahlen. Bis dahin also immer Termine merken, denn Fahrstunden sind ja teuer. Bis dann, euer Herr TikTok-Fahrlehrer.